Moin Moin Seagrotts-Freunde, willkommen zurück auf dem Seagrotts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und heute zum zweiten Teil des CV-Reworks. Und ja, Wargaming hat auf ihrem Portal hier einen Artikel verfasst oder jetzt den zweiten Teil auch verfügbar gemacht, wo es darum geht, Flugzeugträger, was ihr tun könnt, um sie zu verbessern, wie läuft das mit der Ökonomie, wie läuft das mit der Forschung, dem Matchmaker und so weiter. Das wollen wir jetzt in diesem kurzen Video mit euch durchgehen und ich werde dazu auch immer meine eigenen Gedanken noch ein bisschen mit anführen. Also, fangen wir direkt oben an, der Matchmaker. Der Matchmaker wird sich verändern. So wird es quasi mit dem Update 080 die Möglichkeit geben, dass ein oder zwei Träger in jedes Gefecht auf jede Seite gematcht werden. Wird natürlich wieder in Abhängigkeit passieren. Ist ein Träger auf eurer Seite, gibt es auch nur einen Träger auf der anderen Seite. Gibt es zwei Träger auf eurer Seite, sind zwei Träger auf der anderen Seite. Und die sind dann auch pari. Das heißt, ein 6er, ein 8er Träger können ja zum Beispiel gegeneinander in ein Match gewürfelt werden. So ist auf der anderen Seite dann auch ein 6er, ein 8er Träger. Ganz normal. Wie ihr das erwarten könnt oder wie Wargaming es erwartet, werden doch relativ viele Leute Flugzeugträger am Beginn mal testen wollen. Damit werden die Warteschlangen oder die Warteschleife für Flugzeugträger doch relativ lang. Und um die schnell abfertigen zu können, würdet ein Limit geben, ein Soft-Limit sozusagen, dass das bis auf zu drei Träger hochgesetzt werden kann. Also, dass ihr dann drei Träger auf jeder Seite habt. Es wird natürlich weiterhin die Begrenzung geben, dass in der Divi nur ein Träger dabei sein kann. Und es wird weiterhin so sein, dass T4-Träger nur in T4-T5-Gefechte gematcht werden können und T6-Träger in T6 bis T8-Gefechte. Wenn ihr euch für Koop entscheidet und erstmal in Koop versuchen wollt, mit den Trägern hier eine Runde zu düsen, dann werdet ihr keine Gegner haben, in dem Sinne, dass der Bot auch einen Träger fährt, sondern der Bot wird dann ein Schlachtschiff für euch fahren, sozusagen, was ihr dann auch torpedieren und angreifen könnt, logischerweise. Jetzt ist Matchmaking natürlich auch immer so eine Balance-Sache. Ja, prinzipiell muss man ja sagen, es ist sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung, die Wargaming da unternimmt. Ob ihr das nur gut findet, dass die Träger umgebaut werden oder eben nicht, wird die Balance des Spiels beeinflussen. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Daher kann man nur von vornherein sagen, das, was jetzt die ersten Schritte sind mit dem Update 080, sind halt die ersten Schritte. Das bedeutet, dass sich die Sachen einfach noch ändern können. Es gibt einen Themenbogen zu den Zurück in die Lüfte sozusagen, so nennt sich der Themenbogen. Und über diesen Bogen hinaus werden Änderungen an dem Spiel herbeigeführt werden. Wargaming hat das doch schon mal durchblicken lassen, dass es für möglicherweise nicht nur monatliche Patches dann gibt, sondern vielleicht auch viele kleine, die die Mechanik dann kurzfristig wieder ein bisschen bearbeiten, verändern und beeinflussen, weil sie möglicherweise doch recht schnell feststellen, okay, da haben wir noch nicht richtig gearbeitet oder da müssen wir was verändern und das verhält sich dann doch ganz anders im Spiel, als es auf dem Testserver war. Warum könnte das passieren? Es ist eigentlich relativ einfach. Und dazu kann man sagen, der Testserver ist halt ein abgeschlossenes System. Es sind relativ wenige Leute da. Man kämpft hauptsächlich gegen Bots. All so eine Sachen sind problematisch, um einen Balance in den Matchmaker und in den Mechaniken 100%ig zu finden. Ich gehe davon aus, dass doch eine ganze Menge an Änderungen noch, wenn dieses Spiel, das neue Gameplay, auf dem Live-Server aufgespielt ist, ja, da wird es halt noch eine Menge Änderungen geben. Das ist zumindest meine Erwartung. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist die Ökonomie. Die Ökonomie muss natürlich auch überarbeitet werden, weil ihr jetzt direkte Kontrollen über die Staffeln habt und euch ganz anders über die Karte bewegen werdet als Trägerpiloten, so nenne ich diejenigen, die die Träger spielen. Ich werde selber einer sein, weil ich das neue Gameplay für eine interessante Herausforderung halte. Und mir die Sache aktuell relativ viel Spaß macht, auch mit dem neuen, schwereren Plugfeuer, was sie jetzt eingeführt haben. Also, Belohnungen werden überarbeitet. Was genau wird denn überarbeitet? Ihr werdet jetzt am Ende eine Art Mustervorlage bekommen und diese Mustervorlage wird sich an den Schlachtschiffen orientieren. Jede Art von Schiffen hat ja so eine Art Mustervorlage, wonach sie belohnt werden. Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe, Träger haben alle so ihre eigenen Vorlagen gehabt, was für diejenige
ein Schiffstypen eben mehr wiegt. Und die zukünftigen Muster, die zukünftige Ökonomievorlage sozusagen, wird bei Trägern eher in Richtung Schlachtschiff orientiert sein. Das heißt, die Belohnung für das Beschädigen von Schiffen und das Zerstören von Schiffen wird halt eher in Richtung Schlachtschiff angepasst werden. Also das heißt, Schlachtschiffe machen sowieso relativ viel Schaden. Das heißt, dafür gibt es aber dann nicht ganz so viele Belohnungen im Spiel, logischerweise. Ja, weil das Potenzial, dass ein Schlachtschiff viel Schaden macht, doch relativ groß ist im Gegensatz zu einem Kreuzer oder Zerstörer. Außerdem gibt es dann Belohnungen auf das Erobern und Verteidigen und Blockieren von Kontrollpunkten. Das wiederum ist dann wahrscheinlich ein größerer Bonus, den man da erhält, weil mein Schlachtschiff relativ weit zu sehen ist, als Träger übrigens auch. Und damit ist die Herausforderung für den Träger dann wieder da vielleicht ein Ticken größer als beim Beschädigen und Zerstören von Schiffen. Dann gibt es natürlich auch Belohnungen für das Entdecken von Schiffen und von Flugzeugen. Da ist aber das neue Träger-Gameplay halt sehr, sehr viel effizienter als das Gameplay, was man da vielleicht vorher hatte. Und dadurch werden die Bonis und was ihr an Credits dafür bekommt, an XP dafür bekommt und so weiter, halt entsprechend angepasst. Gut, das ist eigentlich das, was man hauptsächlich dazu sagen kann. Es werden natürlich auch wieder die Gefechtsabrechnung am Ende des Gefechts stattfinden und da ist es jetzt so, dass Flieger, die ihr verliert, die ihr aktiv selber unter Kontrolle habt, heißt also keine Jäger, weil Jäger in Zukunft ein Verbrauchsmaterial sind, die werden in eure Ökonomieabrechnung am Ende des Gefechts natürlich einen Einfluss haben. Umso mehr Flugzeuge ihr in einem Gefecht verliert, desto teurer wird für euch die Flugzeugwartung. Das heißt, ihr solltet gut überlegen, ob ihr mit den Flugzeugen ein unnötiges Risiko eingeht oder eben nicht. Das kostet euch nicht nur Gefechtszeit, bis die Staffel wieder vollständig ist oder eben Schlagkraft in dem Angriff, sondern eben auch Geld am Ende des Gefechts. Und das ist eine Sache, die war mir vorher zum Beispiel auch noch nicht so klar, bis ich diesen Artikel hier gelesen habe, dass sich da diese Kosten eben doch entsprechend ändern. Außerdem erhofft sich Wargaming eben durch diese veränderte Ökonomie ein besseres Verhältnis zum neuen Gameplay in Sachen Effektivität und Profitabilität, weil dieses neue Gameplay eben wirklich darauf ausgerichtet ist, abzuwägen, greife ich diesen Gegner an oder eben nicht. Ich hatte vorhin ein Gefecht, da habe ich gegen die Minotaur gekämpft. Gegen den Minotaur kann man alleine kaum was ausrichten. Die Flak ist so dermaßen stark, dass man sich ja extrem winden muss und ja, ziemlich viele Verluste an Flugzeugen in Kauf nehmen muss, um zumindest einen Angriff durchzubringen. Und der muss dann aber auch sitzen, weil danach hat man eigentlich keine Flieger mehr. Und so ähnlich ist es dann auch bei den Angriffen auf andere Träger, die extrem stark Luftabwehr verteidigt sind. Da muss man einfach in Kauf nehmen, dass man Flugzeuge verliert. Das ist fast so. Da kann man nicht viel gegen machen, außer mit Motorboost oder Motorbremse sozusagen. Das ist das Einzige, was da noch so ein bisschen übrig bleibt, um den ganzen Explosionen auszuweichen. Vielleicht ein vorzeitiger Angriff, ein frühzeitiger Abwurf von Torpedos und dann halt hoffen, dass die letzten Meter ausreichen, dass er damit der Torpedo trifft, wenn man gut genug vorgehalten hat. Zum nächsten Punkt geht es dann weiter zur Forschung. Und zwar, da gibt es sicherlich massive Änderungen. Die massivste Änderung ist, da Träger nur noch auf geraden Tierstufen zurzeit dann verfügbar sein werden. Es wird also nur noch T4, T6, T8 und T10 Träger im Spiel geben. Die ungeraden Träger, also 5, 7 und 9, werden aus dem Spiel entfernt und sind aber nicht auf Dauer verbannt, sondern es wird darüber nachgedacht, ein anderes, alternatives Gameplay für diese Träger herzustellen. Also da wird dann zum Beispiel darüber nachgedacht, dass man Flugzeuge hat, die im Wasser landen können, um zu cappen. Es wird darüber nachgedacht, Flugzeuge zu haben, die Nebelwände auf dem Wasser legen können. Oder eben Schiffe unterstützen bei Bekämpfen von Bränden. So eine Sachen sind alles in der Überlegung, ob das wirklich so kommt, ist das Nächste, weil das Gameplay natürlich noch deutlich herausfordernder sein wird, als das Gameplay, was man jetzt hat, wo man direkt Schaden macht mit Torpedos, mit Raketen, mit was auch immer. Wir hatten euch ja im ersten Teil schon über die verschiedenen Möglichkeiten informiert. Wir werden am Ende euch wieder anbieten, auch nochmal einen Link auf Teil 1. Für den Fall, dass ihr dieses Video als erstes seht, solltet ihr euch vorher vielleicht sogar den Teil 1 nochmal angucken.
oder das erste Mal angucken, bevor ihr euch diesen Teil hier zu Ende anschaut. So, vorher waren die Träger an der linken Seite in dem Forschungsbaum. Das ist die nächste große Neuerung, denn es ist jetzt nicht mehr notwendig, ein Schlachtschiff zu erforschen, um dann zum Träger zu kommen, sondern ihr müsst euch durch den Zerstörerbaum einen Ticken arbeiten, und zwar bis zum T4, um dann zur Hoshu rüber wechseln zu können. Das wird damit begründet, dass das neue Gameplay sehr, sehr schnell und abwechslungsreich ist, so wie auch halt ein Zerstörerkapitän Entscheidungen in seinem Gefecht treffen muss. Und deswegen hält Wargaming es für sinnvoll, halt zumindest etwas Zerstörer-Vorerfahrung gesammelt zu haben, bis man auf den Träger eben wechselt. So, und es werden natürlich dann auch durch diesen Baum und dadurch, dass eben Flugzeugträger rausfallen, andere Forschungskosten und EP-Kosten auf euch zukommen. Das wird jetzt also nicht mehr so einfach sein, direkt von 4 auf 6 zu wechseln, weil ihr jetzt viel mehr Erfahrungspunkte sammeln müsst, um auf den nächsten Träger zu kommen. Und die Module, die ihr beim Träger erforschen könnt, müssen natürlich auch erstmal alle erforscht werden, somit, dass ihr dann überhaupt weiterkommt. Es soll aber so sein, dass jetzt nicht alles doppelt so teuer ist sozusagen und es länger dauert, die Träger zu erforschen. In Summe ist es jetzt so, wenn man vorher eben von T4 auf T6 nur als Beispiel jetzt gesagt 100.000 XP benötigt hat, wird man in Zukunft von T4 auf T5 auf T6 hat man angenommen jetzt in meinem Beispiel 100.000 XP benötigt. Du wirst in Zukunft als Beispiel sein, dass man von T4 bis auf T6 nur noch 90.000 oder 95.000 XP benötigt. Es soll weniger Zeit dauern als vorher. Also ihr sollt weniger Credits ausgeben müssen und ihr sollt weniger EP benötigen, um durch die Stufen sich euch durchzuforschen. Also sozusagen eine Art Win-Win-Situation vielleicht. Ja, und ich kann trotzdem auch nur jedem empfehlen, fangt ruhig erstmal auf Stufe 4 oder 6 an. Das Gameplay ist wirklich gänzlich neu und auch für erfahrene Trägerpiloten wahrscheinlich erstmal eine Gewöhnungsphase notwendig, damit ihr effektiv killen könnt oder versenken könnt. Und das wird auch halt, wie gesagt, bei den Amerikanern so sein und nicht nur bei den Japanern. Also wie gesagt, auch da die Umstufung, Angrenzung an die Zerstörer und auch da gibt es halt nur die geraden Flugzeugträger. Und hierzu hatte ich eben am Anfang schon etwas gesagt, zu den möglicherweise neuen Gameplay für ungerade Träger, die ja hier verschiedene Ideen mit reinsetzen. Das ist quasi sozusagen als Add-on gedacht, ne? Für alle, die jetzt die geraden Träger dann mit der Zeit beherrschen und immer besser drin werden, das braucht eine ganze Zeit an Übung, die haben dann sozusagen einen I-Punkt, eine neue Herausforderung mit den ungeraden Trägern, die dann halt alternativ zu fahren sind. So, der nächste Punkt ist Anpassung am Träger. Also, was könnt ihr an Flugzeugträgern verändern, um eure Kampfeffektivität oder eure Schwerpunkte in den Trägern zu setzen? Und das sind jetzt diese Verbesserungen, die ihr im Hafen einbauen könnt. Also Slot 1 bis 6, da wo zum Beispiel Schadensbegrenzungssystemmodifikationen und so eine Sachen eingesetzt werden können oder Hauptbewaffnungsmodifikationen. Das ist bei Trägern natürlich anders und wir wollen das hier mit euch einmal durchgehen. Aber die erste Sache, die ich euch gleich auf den Weg geben möchte und die gilt ja für jeden mit Einführung des Patches 08.0, habt ihr nämlich die Möglichkeit, eure Kapitäne umzuskillen und zwar kostenlos. Vom 31. Januar bis zum 8. Februar könnt ihr immer wieder die Fertigkeitspunkte neu verteilen und das gilt für alle Kapitäne in diesem Zeitfenster. Ja? Das heißt, ihr könnt wirklich ausprobieren, fahren, dann wieder anderes ausprobieren und wieder fahren. So lese ich diese Nachricht. Und das ist prinzipiell erstmal ganz cool. Selbst für jeden da draußen, der gar keine Träger fahren möchte, kann einfach mal vielleicht eine andere Skillung auf seinem Schiff, auf seinem Schlachtschiff möglicherweise ausprobieren. So, welche Verbesserungen gibt es dann jetzt in Zukunft im Spiel, die Einfluss auf die Staffeln haben, also auf die Flugzeuge? Ne? Ihr könnt in Zukunft in Platz 1 die Luftgruppenmodifikation einbauen. Das erhöht dann die Geschwindigkeit von Flugzeugen auf dem Rückweg zum Träger. Ja? In der ist übrigens die Zeit, in der Zeit werden von Flugzeugen keine anderen Schiffe aufgeklärt und auch keine anderen Flugzeuge aufgeklärt. Aber eure Flugzeuge können auch nicht beschossen werden. Also
Ihr verliert dann keine Flugzeuge auf dieser Reiseflughöhe sozusagen zurück zum Träger. Die Flugzeuge steigen dann aus dem Gefechtsfeld in eine größere Höhe, wo sie nicht mehr beschossen werden können. Und ja, gehen dann mehr oder weniger relativ geschützt den direkten Weg zurück zum Träger. Auf Platz 2 gibt es die Flugzeugmotormodifikation 1, die den Motorboost verlängert, und zwar von allen Trägerstaffeln. Der Motorboost ist dieses Verbrauchsmaterial, was dafür sorgt, dass ihr einen gewissen Prozentteil oder eine gewisse Zeit schneller fliegen könnt, aber eben auch eine gewisse Zeit langsamer fliegen könnt, indem ihr eine Motorbremse, Rotorblattverstellung, benutzt, um einfach ein bisschen mehr Widerstand zu erzeugen und dadurch langsamer zu fliegen. Oder eben eine ganz effiziente Rotorblattverstellung einstellt, um dann eben besonders schnell zu fliegen. So könnte man das vielleicht sagen, um das vielleicht mit der Realität ein Stück weit zu vergleichen. Dann kommen wir zu Platz 3. Und in Platz 3 können in Schlachtschiffen und in Kreuzern ja so etwas wie eine Zielsystemmodifikation eingebaut werden. Und hier ist es dann eben eine Torpedobomber-Modifikation, eine Schlachtflugzeug-Modifikation. Diese Varianten sorgen dafür, dass die Zielvisiereinrichtungen für diese jeweiligen Flugzeugtypen sich verändern. Und zwar habt ihr dann einfach ein bisschen mehr Zeit, um euren Angriff zu platzieren. Also als Beispiel auf T10 ist es so, dass wenn ihr den Torpedobomber-Angriff anklickt und sagt, ihr müsst ihn jetzt ausführen, dann dauert es 1 oder 2 Sekunden, bis die Waffe quasi bereit ist zum Abwurf. Und dann habt ihr noch eine Anflugszeit von 10 Sekunden auf das Ziel. Bis dahin muss die Waffe gestartet worden sein, sonst wird der Anflug abgebrochen. Wenn ihr dieses Modul hier einbaut, dann habt ihr einen Ticken mehr Zeit, die Waffe zu starten, dann zum Beispiel 12 oder 13 Sekunden. Weil ihr einfach mehr Zeit bekommt. Ja? Verlängert die Angriffsdauer für Torpedobomber. Und genauso ist es bei Schlachtflugzeugen. Um die Zielgenauigkeit herbeizuführen, braucht ihr aber keine 10 Sekunden. Das ist zwar ein Bonus dabei, umso länger ihr auf einen Gegner zielt, umso länger euer Anflug ist, desto präziser und umso stärker ist der Angriff. Aber normalerweise erreicht man die höchste Präzision doch relativ schnell. Ich glaube, nach 2, 3, 4 Sekunden ohne Korrekturen, ja, ist man so präzise, dass die Torpedos respektive die Bomben respektive die Raketen eben so genau da einschlagen, wo man hingezielt hat, mit einer geringeren Streuung, sagen wir mal so. In Platz 4 werden dann verschiedene Möglichkeiten gesetzt, bestimmte Flugzeuggruppen zu boosten, indem ihr einfach mehr Trefferpunkte für diese Sache bekommt. Entweder für Torpedobomber, für Schlachtflugzeuge, das sind die mit den Raketen, und eben die Sturzkampfbomber, die dann auch Trefferpunkte geboostet bekommen können. Ihr müsst euch für eine entscheiden. Ich persönlich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht, Schlachtflugzeuge damit zu boosten, weil die eine relativ gute Durchschlagskraft haben, gegen kleine, aber auch gegen große Ziele. Und sie sind sehr zügig, sehr wendig, können also gut Beschuss ausweichen und ja, so verlängert man eben nochmals die Überlebensfähigkeit dieser Flugzeuge. Torpedobomber haben von Hause aus schon eine Reparaturmannschaft an Bord, so ähnlich wie ihr sie schon auf den Schlachtschiffen oder auf den Kreuzern der höheren Stufen kennt oder jetzt auch seit neuestem bei einigen Zerstörern. Die Sturzkampfbomber sind generell sehr anfällig und haben, halt jetzt auch keine Reparaturmannschaft mehr. Das wurde jetzt in der dritten Testserverrunde geändert. Und ja, sie sind halt sehr langsam und sind lange dem Flakfeuer ausgesetzt. Und ich glaube nicht, dass diese Erhöhung der Trefferpunkte auf den Sturzkampfbombern einen deutlichen Vorteil da bringt. Ihr werdet immer noch relativ viele Flugzeuge verlieren. Dann gibt es die Tarnsystemmodifikation auf Platz 5. Die kennt ihr schon, aber die wird in Zukunft halt auch auf Flugzeuge wirken. Das heißt, wenn ihr diese Sache einbaut, sind eure Flugzeuge auch weniger weit erkennbar, weil in Zukunft das Erkennbarkeitssystem auch für Flugzeuge gilt. Das heißt, Flugzeuge, die hinter Gebirgen fliegen, sind eben nicht zu erkennen und haben halt, jede Staffel hat seine eigene Erkennbarkeitsreichweite. So in der Regel zwischen 6 bis 8 Kilometer. So, und dann gibt es eben Flugüberwachungsmodifikationen. Beschleunigt die Flugzeugwartung, erhöht die maximale Anzahl der Flugzeuge an Deck. Sagt eigentlich alles, was ihr da mitmachen könnt. Und Slot 6, da gibt es dann nochmal zweimal die Auswahl, und zwar die Flugüberwachungsmodifikation 2, welche die Reisegeschwindigkeit der Trägerstaffeln erhöht, ist generell eine interessante Variante. Umso schneller Flugzeuge fliegen, desto schwieriger ist es für die Flugabwehr genau zu zielen. Ja, gerade wenn ihr hin und her manövriert, hilft das sehr, sehr viel. Oder es gibt die Luftgruppenmodifikation 2, welche die Trefferpunkte von allen Flugzeugen, die auf dem Träger sind oder von dem Träger gestartet werden, eben erhöht. Das ist so ein bisschen eine Gewissensfrage. Will man mehr Geschwindigkeit
Oder will man mehr Trefferpunkte haben? So, dann kommen wir zu den Verbesserungen, die Einfluss auf die Flugabwehr haben. Das ist besonders halt für euch als Kapitäne von Schlachtschiffen, Kreuzern, Zerstörern interessant. Die Flakbewaffnungsmodifikation 1 und die Flakbewaffnungsmodifikation 2, das ist Platz 3 oder Platz 6 in den Slots, die ihr da halt belegen könnt mit, erhöht die Anzahl der Explosionen durch Salven lang Mittelstrecken Flugabwehr. Ja, die Explosionen haben ein besonders hohes Schadenspotenzial. Wird also eine Staffel von solchen Explosionen getroffen, verlieren sie extrem schnell an Trefferpunkten. Teilweise werden direkt Flugzeuge runtergeballert. Und bei der Modifikation 2 erhöht den kontinuierlichen Schaden durch Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugabwehr, erhöht den Schaden pro Sekunde innerhalb eines Explosionsradius von Granaten, Mittel- und Langstreckenflugabwehr. Heißt also, der kontinuierliche Schaden wird generell erhöht und wird dann eine Staffel von solchen Explosionen getroffen, wird da nochmal sozusagen ein zusätzlicher Damage-Pool kurze Zeit eingesetzt. Und diese Modifikation 2 sorgt dafür, dass diese Pool eben, also da halt noch mehr Trefferpunkte in solcher Explosion abgezogen werden als sonst so schon. So, dann gibt es ja einzigartige Verbesserungen für bestimmte Träger, also für die beiden 10er-Träger. Diejenigen Spieler, die die aktuell haben, werden die in Zukunft erstmal nicht mehr benutzen können, aber sie werden sie natürlich behalten. Ja, das ist jetzt erstmal, die Entwicklung wird so ein bisschen aufs Eis gelegt und die werden sich halt darum zeitnah kümmern, wenn das Balancing für die Träger erstmal durch ist. Weiterhin werden natürlich die Kapitänsfähigkeiten jetzt verändert, weil ja ganz andere Spielweisen eben erforderlich sind. Und ihr werdet einige Sachen haben, die euch schon bekannt sind, ja, die jetzt zusätzliche Fähigkeiten haben. Es wird die Sache Notstart wird zum Beispiel komplett wegfallen, weil Flugzeuge jetzt immer starten können, egal ob der Träger brennt oder nicht. Und andere Sachen wurden eben hinzugefügt, dafür wurden manche Sachen eben auch entfernt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel vorrangiges Ziel. Ja, zeigt an, wie viele Schiffe mit der Flakbewaffnung eure Trägerstaffeln feuern. Ein super interessanter Skill. Ich persönlich werde vorrangiges Ziel gerade am Anfang sehr, sehr häufig benutzen. Und da sieht man dann auch, von wie vielen Schiffen man anvisiert ist und wie stark doch der Einfluss der Flak auf einen selber ist. Wenn da eine 5 steht, dann sollte man sie zusehends verpissen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Eine einzelne Aufschaltung ist ganz normal, man greift ja auch ein Schiff an. Mit 2 weiß man schon, dass man irgendwie im Kreuzfeuer ist und mit 3 wird es dann schon ganz schön herausfordernd. Also 1 oder 2 kann man überleben, kommt drauf an, was man für Schiffe hat, die auf einen zielen. Dann hat man Luftherrschaft, kann man skillen, das ist dann die verkürzte Flugzeugwartungszeit, verbesserter Motorboost, erhöht die Dauer des Motorboosts, also das war dieses Ding mit beschleunigen oder langsamer fliegen. Ja. Dann gibt es einen letzten Atemzug, wenn man mit der letzten Angriffsstaffel, ihr habt jetzt als Beispiel ein Geschwader von 12 gestartet, jede Angriffsstaffel hat 3 Flugzeuge, ihr habt also schon 3 Angriffe durchgeflogen oder habt so viele Flugzeuge verloren und habt dann noch eine letzte Angriffsstaffel und ihr habt aber euren Boost schon komplett verbraucht, dann würde mit dieser Skillung sofort der Motorboost alles wiederherstellen. Ihr hättet dann wieder eine volle Aufladung und könnt nochmal einen richtigen schnellen Angriff oder ein schnelles Entkommen fliegen. Weil nach dem Angriff müsst ihr möglichst schnell wieder aus der Flugabwehr raus. Da kann der Motorbus auch bei helfen. So, verbesserte Motoren sorgt für eine höhere Geschwindigkeit aller Flugzeuge, die ihr da schafft. Dann gibt es 1000 Sasser, den kennt ihr jetzt schon. Längere oder kürzere Nachladezeit für Verbrauchsmaterialien. Das heißt, eure Staffeln werden schneller parat gebracht. Euer Schadensbegrenzungsteam, eure, ja, was auch immer ihr noch so alles parat habt, Reparaturmannschaft für Flugzeuge und all so eine Sachen werden alles schneller wieder verfügbar gemacht. Torpedobeschleunigung ist auch klar. Die abgeworfenen Torpedos schwimmen schneller, aber kommen dafür nicht mehr so weit. Adrenalinrausch erhöht die Geschwindigkeit von Trägerstaffeln bei abnehmender Trefferpunkte. Das heißt, umso weniger TP die Flugzeuge haben, desto schneller fliegen sie. Nächster Punkt ist Experte der Überlebensfähigkeit und das erhöht dann eben die Trefferpunkte nicht nur des Schiffs, sondern in Zukunft auch von den Flugzeugen und, also nicht nur die Flugzeuge, die ihr selber fliegt, sondern auch von den Jägern, die ihr selber droppt, also die ihr selber ja als Verbrauchsmaterial auf der Karte verteilen könnt. Flugzeugpanzerung ist dann wieder der Gegenpart zur Flakverstärkung sozusagen. Ihr könnt mit der Flugzeugpanzerung dem durchschnittlichen Schaden von Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugabwehrzonen entgegenwirken, das heißt, ihr haltet einfach mehr aus. Sprengmeister ist dann eben für Sprengraketen oder Sprengbomben, die ihr halt abwerfen könnt, oder Granaten eben. Das erhöht halt die Brandwahrscheinlichkeit. Inspekteur, ganz wie vorher auch. Alle Verbrauchsmaterialien werden dann halt um 1 verbessert.
Wachsamkeit funktioniert nicht bei Trägerstaffeln, weil in Zukunft Flugzeuge keine Torpedos mehr aufklären können. Punkt. Ja, damit braucht man auch Wachsamkeit überhaupt nicht mehr skillen. Das ist ganz entscheidend. Flugzeuge können in Zukunft keine Torpedos mehr aufklären. Egal, wer sie schießt, ob von irgendwelchen Kreuzern oder Zerstörern, ihr aus der Luft könnt nicht mehr sehen, ob da Torpedos im Wasser sind. Dann gibt es die Visierstabilisierung, das ist glaube ich ein Vierer-Skill, beschleunigt die Zielerfassung bei Trägerflugzeugen. Das heißt, ihr müsst nicht mehr so lange eure Visiereinrichtung stillhalten, bis sie die größte Genauigkeit erreicht hat, sondern ihr bekommt da einen Bonus drauf. Funkortung funktioniert jetzt bei Trägerstaffeln, das heißt, ihr seht, wo die nächsten gegnerischen Schiffe sind und ich weiß nicht ganz genau, möglicherweise auch die nächsten gegnerischen Flugzeuge. Dann gibt es noch den Tarnungsmeister, reduziert die Erkennbarkeit von Schiffen und Trägerstaffeln um diese 10%. Ne, mit dem Patch 080 sind alle Schiffe nur noch einen Bonus von 10% und nicht mehr wie früher, dass Träger 16% bekommen, Schlachtschiffe 14%, Kreuzer 12% und so weiter, sondern in Zukunft ist der Bonus für Tarnungsmeister komplett gedeckelt bei genau 10% für jede Sache, der das irgendwie geskillt hat. Dann gibt es natürlich auch Kapitänsfähigkeiten, um die Flugabwehr zu verbessern. Einmal ist es die Einsatzzentrale für Katapultflugzeuge, ist jetzt ja schon bekannt. Das ist halt die Aktivierung Jäger, wird ein zusätzliches Flugzeug gestartet, aber die Jägerflugzeit wird sich verkürzen. Die Schießgrundausbildung erhöht den kontinuierlichen Schaden auf Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugabwehr. Die verbesserte Schießausbildung erhöht den Schaden pro Sekunde innerhalb des Explosionsradius von Granaten der Mittel- und Langstreckenflugabwehr. Also da geht es dann auch nochmal ein Bonus für die Explosionen, also für die schwarzen Rauchexplosionen. Die werdet ihr immer sehen. Ihr seht es ja rechts auch immer mal wieder in dem Video. Da gibt es dann so schwarze Rauchwolken. Wenn ihr in so einer Explosion fliegt oder eine solche abfeuert, dann könnt ihr euch eben freuen, wenn der Flieger genau da durchgeflogen ist, weil dann hat es den Flieger wohl relativ stark zerrissen. Und dann gibt es ein manuelles Feuern der Flakbewaffnung, was die Effizienz der Flugabwehrsektoren verstärkt ihre Dauer verkürzt. Aktuell ist es so auf dem Testserver, dass man nicht aktiv wieder auf eine Staffel klicken kann, um eine Fokussierung auf eine Staffel herbeizuführen. Dass man sagt, mit der Alt-Taste konnte man ja ein Flugzeug anklicken und dann konnte man damit die Genauigkeit erhöhen. Das passiert jetzt nicht mehr, sondern verbessert einfach nur dieses manuelle Feuern der Flakbewaffnung, verbessert einfach nur die Effizienz des Flugabwehrsektors. Ja? Und das Umlenken, also wenn man von Backbord auf Steuerbord den Flugabwehrsektor, man kann ja jetzt diese Sachen verstärken. Man kann ja entweder auf beiden Seiten 100% haben oder dann im Backbord 50% und Steuerbord 150%. Und wenn man das dann umlagern möchte auf die andere Seite, dann kann man dadurch Zeit sparen. Dann in der Regel dauert sowas zwischen 7 bis 12 Sekunden und damit verkürzt man die Dauer, dass diese Sektoren sich eben wechseln. Ne? Gerade wenn die Bomber dann von der anderen Seite anfliegen. So, der nächste Punkt ist, dass hier Kapitäne natürlich auch einen Bonus bekommen für bestimmte Fähigkeiten. Hier sind die Kapitäne Darong und Quang Rong aufgeführt, die aktuell, soweit ich weiß, noch gar nicht im Spiel verfügbar sind. Das sind panasiatische Kapitäne, die jetzt mit dem Mondneujahr erspielbar sein werden. Außerdem kommt Alexander Ovechkin, der ja jetzt schon verfügbar ist. Ja, er ist ein Russe, aber er konnte auch auf amerikanischen Schiffen eingesetzt werden oder kann das. Und da ist es dann wieder interessant, da gibt es dann nämlich einen Flugzeugbonus, der 20 Trefferpunkte je Schiffsstufe gewährt, anstatt 15 Trefferpunkte. Also je Schiffsstufe, je Flugzeugstufe könnte man auch sagen. Ne? Also wenn man einen 6er Träger hat, dann gibt es eben 6x20 Trefferpunkte. Ja? So, der Bonus der Fähigkeit Sprengmeister der Kapitäne Darong und Quang Rong erhält jetzt den Flugzeugbonus und gewährt zusätzlich 1% für alle Bewaffnungstypen. Wie gesagt, das sind, soweit ich das weiß, Panasiaten, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Bitte korrigiert mich, aber ich glaube, das sind Panasiaten. Ich weiß nicht, wie Panasiaten irgendwann mit Flugzeugträger machen könnten. Es ist jetzt einfach nur dazu geschrieben, dass das auf jeden Fall, wer weiß, was irgendwann noch kommt. Vielleicht kommen irgendwann noch panasiatische Flugzeugträger, die dann nur Tiefwassertorpedos haben oder irgendwie sowas ins Spiel. Das wissen wir alles nicht. Ich denke, das ist einfach nur der Vollständigkeit halber hier erwähnt. Und genauso ist es eben mit der Fertigkeit Adrenalinrausch für die Kapitäne für die beiden Henri-Brüder, so könnte man sagen. Die Franzosen haben auch keinen Flugzeugträger im Spiel aktuell. Und ja, deswegen ist hier auch die Staffelgeschwindigkeit, die da geboostet wird, eigentlich nicht groß von Belang. So. Dann spielt natürlich
die Signalflagge November Echo Sette 7 eine große Rolle, weil das eben die Signalflagge ist, die jetzt ja wichtig geworden ist oder noch wichtiger geworden ist für die Effektivität eurer Flugabwehr. Erhöht den kontinuierlichen Schaden der Kurz-, Mittelstrecken- und Langstreckenflugabwehr sowie den Schaden pro Sekunde innerhalb des Explosionsradius von Granaten der Mittel- und Langstreckenflugabwehr. Also wieder klar, es ist genau das gleiche, wie ihr oben auch schon ein paar Mal gehört habt mit dem mit der erweiterten Schießausbildung und der Flak-Modifikation 2, wo jedes Mal der Schaden der Explosion noch erhöht wird. Also wenn ihr alles komplett auf Flugabwehr setzt, habt ihr eine mächtige Waffe auf euren Schiffen, wo ihr richtig derbe Damage austeilen könnt. Und da wird der eine oder andere Träger sich möglicherweise ganz schön wundern und euch in Zukunft wahrscheinlich dann eher meiden. Was noch ganz wichtig zu erwähnen ist, in Zukunft können Flugzeugträger 8 Signalflaggen hissen. In der Vergangenheit lag das bei 4, also bei dem Patch 0712 könnt ihr aktuell 4 Signalflaggen hissen. Mit 080 könnt ihr dann 8 Signalflaggen auf euer Schiff anbringen. Und dann gibt es natürlich jede Menge Änderungen noch. Änderungen bei den Errungenschaften und den Feldzügen. Es gibt einmal den Flugabwehrexperte und König der Lüfte. Nach dem Update 080 werden diese Errungenschaften vorerst nicht mehr verfügbar sein und sie werden modifiziert und kommen dann zurück ins Spiel. Außerdem gibt es dann neue Anforderungen zum Erhalt des Flugzeugträger-Kapitänswappen, also für diese Trägerwappen. Man kann ja diese Aufnäher oder eben diese Wappen in deren Profil bekommen, wenn man bestimmte Punkte erreicht hat oder einen bestimmten Durchschnittsschaden erreicht hat, so eine Sache. Das wird komplett angepasst und wird dann neu ins Spiel verfügbar gemacht, sobald das eben angepasst ist. Und dann gibt es natürlich eine Menge Herausforderungen bei den Feldzugaufträgen, wo ja schon eine Menge Sachen auf Flugzeugträger zugeschnitten war. Das muss natürlich jetzt in Zukunft auch geändert werden. Wir können uns jetzt hier ein paar Sachen angucken. Zum Beispiel bei Wissenschaft des Sieges hieß es vorher, schießen Sie ein Flugzeug ab. Und die neue Herausforderung ist, entdecken Sie als Erster ein Torpedo. Weil die ja in Zukunft keine Flugzeugträger mehr machen können. Das hier ist, ich hatte mir das mal angeguckt, die Aufgabe 2 ist nicht nur durch Träger zu erreichen, sondern eben auch durch Zerstörer, Kreuzer oder Schlachtschiffe. Deswegen ist trotzdem einfach mal für die balancemäßig ein bisschen umgerüstet worden, könnte man sagen, um da jedem wieder eine vernünftige Chance zu geben. Auch beim ehrenhaften Dienst, bei Yamamoto, Isoruku oder Triff hart, triff schnell, triff oft, sind Änderungen an den Feldzügen vorgenommen worden. So, und jetzt sind wir wieder durch diesen Teil 2 des CV-Reworks, was sich so verändert. Wir haben über viele Sachen gesprochen, also wie gesagt, Änderungen, Anpassungen. Wir haben hier über die Kapitänskills gesprochen, wir haben über Verbesserungen gesprochen, die der Flugzeugträger hat, wir haben über den Forschungsbaum gesprochen, über die Ökonomie und den Matchmaker. Ihr könnt ganz leicht einfach nochmal zurückscrollen, in dem Video habt ihr ja immer an der Seite das Inhaltsverzeichnis, worüber wir gerade sprechen, so könnt ihr euch manche Sachen halt nochmal anhören. Wenn ihr sie nicht nur hören wollt, sondern vielleicht auch selber lesen wollt, werde ich euch den Link zu diesem Artikel natürlich wieder in die Beschreibung und das Video packen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß, gutes Informieren. Ich hoffe, ihr freut euch auf diese Flugzeugträger, auf diesen Flugzeugträger-Rework. Aber selbst wenn ihr skeptisch seht, befasst euch damit. Manchmal sind dann Sachen doch anders oder besser, als sie vielleicht erstmal gemacht werden von anderen Leuten vielleicht. Ich kann es euch nur ans Herz legen, schließt nicht gleich von vornherein aus, dass ihr euch damals niemals befassen werdet. Gebt der ganzen Geschichte zumindest einmal die Chance und dann kann man immer noch sagen, nee, das passt mir nicht, ich gebe meine ganzen Träger ab. Es wird noch einen dritten Teil von dieser Sonderausgabe der Flaschenpost geben in den nächsten Tagen und da gehen wir dann auf die Träger an sich ein, die Premium-Träger, natürlich auf die Kompensation gehen wir da ein, welche Kompensation wird Wargaming uns anbieten für diejenigen, die vielleicht schon Premium-Schiffe haben, die Forschungsschiffe haben auf T10 und oder auf T9. Das ist viel, viel interessanter, was passiert mit den Trägern, die auf ungeraden Tierstufen aktuell, die man besitzt. Und ja, was passiert damit? Verliert man die jetzt? Und so weiter. Die ganzen Geschichten in dem nächsten Video hier auf unserem Sieghaus-Kanal. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß, ihr hattet eine Menge Informationen hierbei, die euch weiterhelfen und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video und ich freue mich auf euch, ne? Ich bin immer offen für konstruktive Kritik, Daumen nach oben, Abos, Weiterempfehlungen und natürlich Kommentare und euer Feedback. Bis dahin, ciao, ciao!